Hi und damit willkommen, seid grüßt. Ja, ich bin heute mal hier unten rechts unten, weil wir machen heute die Tiermaker-List. Ich habe da eine Tiermaker-List selbst erstellt. Das ist sehr schön. Ja, ich habe herausgefunden, wie man bei Tiermaker auf der Website tiermaker.com eine Tierlist erstellt und habe da auch schon mal eine kleine Tierlist erstellt und die könnt ihr auch machen, könnt einfach, es reicht glaube ich, wenn man einen Zwergenfürst eingibt bei Tiermaker auf der Seite oder ihr könnt auch in die Videobeschreibung gucken und dort euch den Link klicken und dann könnt ihr das selbst mal machen. Heute mache ich aber mit euch erstmal, es sieht vielleicht ein bisschen selbstverliebt aus, aber ja, ich mache die Zwergenfürst LP. Mir ist Zwergenfürst LP Real Life Formate Ranking Tierlist. Ja, ich ranke meine eigenen YouTube-Formate, also meine Real Life-Formate. Um Dead Space zu ranken, da mache ich vielleicht auch irgendwann mal eine Playlist-Tierlist dazu, aber das könnte eine lange Liste sein. Das wäre ein bisschen umständlich. Ja. Da gibt es mehrere. Hier haben wir zumindest ja, die wichtigsten, zumindest einen Vertreter von den meisten Real-Life-Projekten und die rank ich heute mit euch und sage euch mal meine Meinung dazu. Ihr könnt natürlich eine andere Meinung zu haben, dann macht er am besten auch. Hier sehen wir, hier fangen wir gleich einfach von vorne an und arbeiten uns durch. Wir haben die Kategorien eins der besten Formate ever. Sehr gutes Format. Dann haben wir ein gutes Format, okayes Format, also das ist dann schon, naja. Ja, naja, und dann als nächstes, das ist dann eine Stufe drunter und nicht so meins. Na, ein schlechtes Format. Soll es auch geben in 5,5, ja, in fast 6 Jahren Zwergenfürst LP. 6 Jahre und YouTube kann auch mal ein bisschen was. Naja, gerade wenn ich so zu meiner Anfangszeit gucke. Kann so mal passieren, dass man so ein bisschen was Schlechtes passiert, dass man so schlechte Ideen habe. Maybe. So, okay, fangen wir mal an. Okay, jetzt haben wir jetzt erst den Adventskalender 2019, stellvertretend natürlich für alle Adventskalender. Seit 2016 mache ich jährlich einen Adventskalender. Ja, jährlich. Bis jetzt, ja. 2020 gab es so einen kleinen Notfall-Adventskalender, den ich auf meinem Zweitkanal gemacht habe. Das war jetzt nicht so richtig Adventskalender-mäßig. Dieses Jahr, weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz sicher, könnte schwierig werden mit Adventskalender. Ich glaube, das läuft auch so eher auf Ausfall hinaus. Aber ja, 2016, 2017, 2018, 2019 gab es immer ein großartiges Projekt. Adventskalender, da habe ich im Dezember dann immer jeden Tag einen Adventskalender natürlich hochgeladen. Also von 2016 bis 2018, 2019 waren es also zwischendurch auch mal ein Let's Test dann mit reingemischt, aber in der Regel doch Vlog-Formate, die ich versucht habe auszuprobieren in diesem Format und ja, immer ganz spannend, auch experimentell vieles möglich gewesen und auch habe ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, manchmal auch mal noch. Manche Sachen, die ich für den Adventskalender produziert waren, die waren schon ordentlich. Also das war schon, da war auch bei manchen Türchen war da schon ordentlich Planung mit drin. Ich erinnere mich nur so an manches Adventskalender-Türchen. Der Running Gag war natürlich mein Klaus, der Klaus am Nikolaustag. Mit dem Onkel Klaus habe ich da mal aufgenommen. Da gab es schon einige Aktionen, das war ein bisschen mehr Dreh. Das ist so, wo dann so ein bisschen vorher einiges an Planung und dann auch noch. Ja, also das so war schon. Deshalb würde ich, ich würde es nicht auf eins der besten Formate ever legen. Da kommt gleich noch was. Aber ich tue es auf sehr gutes Format, weil ich halt wirklich. Ich habe da wirklich Herzblut und wirklich, das ist halt, man merkt es auch. Also bei 24 Adventskalender-Türchen gibt es natürlich auch, also 2016 Adventskalender, ja, gibt es natürlich auch ein paar schlechtere Türchen, aber ich glaube gerade der 2019 Adventskalender sind mir sehr gut gelungen und da sind auch, also habe ich auch wirklich richtig reingepowert, auch bei den anderen Adventskalendern 2018, 2017, also habe ich wirklich
mir wirklich auch Mühe gegeben und wirklich auch manche Projekte gemacht, die auch außerhalb des Adventskalenders funktionieren würden. Jetzt haben wir hier Zadlocks auf meinem Kanal sehr beliebt, wirklich auch, das sind halt so die Sachen, meine Vlogs, sozusagen meine Vlogs-Formate, wenn ich halt meistens Travel-Videos, wenn ich unterwegs bin in einer Stadt, wenn ich halt irgendwo im Urlaub bin, dann filme ich das mal mit und ja, Gamescom 2019 sieht man jetzt Vorschaubild. War natürlich ein großartiger Vlog, Zadlog, Zwangvlogs, Zadlogs. Ja. Okay, der Nachbar macht gerade Rockmusik und die Wände beben. Voll Bass. Ich hoffe, man merkt es, man hört es nicht. Irgendwie, man hört es nicht zu heftig im Mikro. Wenn doch, sorry. Zadlogs, ja, also da ist auch bei den Zuschauern sehr beliebt ist und ja, also ich glaube hier das Lego-Aufbau-Dings von hier dem, was hier hinten drin steht, was ihr leider nicht sehen könnt, weil es zu weit oben ist, weil es da nicht mehr im Facecam-Ausschnitt drin ist. Das muss ich auch irgendwann mal umbauen, das Regal. Dass das mal zu sehen ist, was zu sehen sein soll. Na gut. Das Lego-Set hier, das Area One is Awesome-Set, was dort drin steht, solche Sachen passiert auch mal im Zadlog. Halt Zwergenfrist vor der Kamera. Also jetzt, ja, also ihr versteht, also was jetzt kein Let's Play ist oder sonst was. Meistens auch mit Travel-Vlogs, dann nehme ich euch mit auf meine Reisen. Also ich würde schon sagen, das ist ja wirklich schon, ich würde es als, ohne mich selbst zu loben, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ihr würdet schon sagen, Zadlogs, das ist auch die Playlist, in der die meistgeklickten Videos, also die Zuschauer geben ja auch recht da, wenn ich das sage. Ist eins der besten Projekte, weil der besten Formate, weil ja auch die Reisevideos, die sind immer großartig. Das Gamescom, der Gamescom-Vlog von 2019, großartig. Auch die Urlaubsvideos, da sind. Gebe ich mir auch ordentlich Mühe manchmal, also bei den Vlogs. Da ist schon auch sehr Gutes dabei. Haben wir als nächstes ist jetzt hier eine Playlist. Ja, der Trailer ist noch mit drin, da gibt es noch ein kleines Video dazu, wo ich noch drüber rede. Jetzt noch verschiedene kürzere Trailers und Teasers. Eigentlich ist es ein Spielfilm, den ich 2017 produziert habe. Für und mit der Schule, mit der Freien Waldorfschule Magdeburg. Ja, Viva la Waldorf, das ist eigentlich ein, kann ich auch eigentlich direkt zum, ja, wie ohne Eigen, er versteht das nicht falsch, Eigenlob stinkt, ich will mich jetzt hier nicht selbst noch Robert Kranz aufsetzen und mich selbst feiern, aber, also, es ist wirklich, ich finde, da habe ich ein Jahr lang dran gearbeitet an dem Spielfilm und es hat wirklich, das war ein Jahresprojekt, eine Jahresarbeit, wie es hieß. Das muss dann, ja, habe ich halt wirklich, habe ich ein Jahr lang gearbeitet, Skript geschrieben, die Schauspieler engagiert, na, Schauspieler, die Schüler engagiert, die dann vor der Kamera das machen, das dann mit denen durchgesprochen, vorgeplant, nach selbst geschnitten, mit im Schnitt und alles mit professioneller Kamera, also mit richtiger Filmkamera da vor Ort die Lehrer interviewt, da gab es auch, sind da ist halt so ein bisschen sachlich, so ein bisschen so ein. Eine Sache, ich weiß nicht so wirklich, was das ist, aber schaut es euch an, es ist wirklich ein großartiger Film geworden. Und ja, es ist viel Arbeit reingeschmissen worden, es ist viel Arbeit reingesteckt worden. Es ist wirklich, bin ich immer noch stolz drauf. Also es ist wirklich, ist einer der Dinge, ich glaube auch zu Recht, also meine Meinung, ich bin der Meinung auch zu Recht drauf, stolz bin auf meinem Kanal, auf Viva la Waldorf. Ist ein Meilenstein. Wo man, glaube ich, kann ich mir, glaube ich, müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, kann ich mir, glaube ich, zu Recht auf die Schulter klopfen. Das war schon, das habe ich gut, habe ich fein gemacht. Als nächstes haben wir Spaß mit Apps. Okay. Ja, so ein bisschen lustiger Titel, so angelehnt an Spaß mit Flaggen von Dirk Banksy natürlich. So ein paar kleine
Ja, Applets-Tests, wo ich auf dem Handy spiele, ab Filme und Spiele, da ein bisschen. Ja gut, das ist die Idee stammt auch noch so aus den 2017er Jahren, aus 2017, 2016, aus den Anfängen. Also Handy abgefilmt ist so anfangen. Ja, ich weiß nicht. Ich pack's mal zu okayes Format hin, weil. Oder zu naja. Okay, ich pack's mal zu naja, weil es ist. Okay, es gibt schon einige Spiele, es sind einige Ideen drin, die sind schon. Es ist kein. Ich würde es nicht als schlechtes Format hinpacken. Es hat schon lustige Spiele. Ich spiele halt alte Spiele wie Pooh zum Beispiel oder. Was habe ich noch gespielt? Schwierig daran zu erinnern, ist eine Weile her seit dem letzten Part. Also das ist schon. Habe ich schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. So alte Spiele, so hier. Crossy Road und so weiter, solche alten Klassiker auf dem Handy, was ich dann gespielt habe, so Handy-Games. Und die Thumbnail ist immer schön, halt schön mit Paint gezeichnet, finde ich auch großartig. Also die Thumbnail ist immer toll ausgedacht. Also hat schon was, also ich will es nicht zu schlecht zum Arsch schieben, aber so ein bisschen die Qualität lässt zu wünschen übrig, ist halt, ja. Es ist, naja, okay, ich schieb's auf okay, so man, es ist okay, weil es hat seine Daseinsberechtigung, weil also es schon, die Ideen sind halt wirklich. Jetzt komme ich jetzt zu einem eher gescheiterten Projekt, muss ich wirklich auch zugeben. Ja, fürstliche Kino- und für DVD-Reviews. Das hatte ich mal vor, da hatte ich mal geplant, was draus zu machen. Wollte mal so ein bisschen, hab auch. In den drei Videos gibt es dann in dieser Playlist. Da habe ich versucht, Kino-Reviews zu Filmen, die ich gesehen habe, zu machen. Hier sieht der Jim Knopf den Film. Ich glaube, hier Papst Franziskus den Film, den habe ich noch. Und Ready Player One. Also das sind, glaube ich, die drei Filme, die ich dort reviewt habe. Habe dann auch Trailer eingespielt und so, aber ja, es ist, also ich habe dann relativ schnell die Lust verloren dran und. Ja, am Filmranking. Das mache ich ihr, kann ich auch mal empfehlen hier. Wie heißt das Netzwerk? Letterboxd. Mit D hinten dran. Letterboxd. Wo ich dann. Also da schreibe ich auch manchmal Reviews zu, also in textlicher Form. Also da bin ich dann dazu übergegangen. Also wer da mal gucken will, da bewerte ich immer die Filme, die ich gucke. Und mache das also aber in Videoform. Ich bin wirklich ein Filmfan und gucke auch gerne Filme und bewerte die auch gerne und ab und zu, wenn ich Zeit und Lust habe, schreibe ich auch mal eine Review dazu, aber so in Videoform habe ich es dreimal versucht und dann, naja, man sieht es auch, das ist halt auch nicht wirklich, also so richtig. Mein Herzensprojekt war es nie wirklich, also. Soll ich zu her schlechtes Format, also wenn ich hier zwischen die reingucke, okay, ja, ich glaube, da kommt noch anderes zum schlechten Format hin. Also ich pack's mal zu nicht so meins. Es war halt wirklich nicht so meins. Es war halt wirklich ne. Man hat es halt vielleicht auch ein bisschen bemerkt, obwohl bei dem Papst Franziskus Film-Review habe ich mir wirklich ein bisschen Mühe gegeben. Ich erinnere mich daran, wo ich dann raus auf eine Wiese gegangen bin, wo ich mich dann wirklich in die Natur gesetzt habe. Dann halt so ein bisschen da. Also, ja, es war halt letztendlich ist abgebrochen worden, weil ich dann halt irgendwie den Sinn da nicht mehr drin gesehen habe. Sommertour 2017, hier stellvertretend für alle Sommertouren von 2016 bis 2018. 2019 habe ich es dann abgebrochen. Das war ein Projekt, da bin ich dann damals noch, als ich, das, da war ich noch in der Schule, ich mit dem Sachsen-Anhalter Schülerferien-Ticket durchs Land gereist. Da gab es von der Bahn so eine Aktion für Sachsen-Anhalt, dass man quer durch Sachsen-Anhalt reisen kann und dann dort man verschiedene Städte besuchen kann. Das habe ich halt ausgenutzt und habe das auch gefilmt. Da war ich in verschiedenen Orten. Berlin war dann immer noch mit dazu, das gehört dann, da konnten war halt nicht in Sachsen-Anhalt, aber du konntest dann eine Fahrt nach Berlin war dann auch noch ein Ticket mit behalten.
ähnelte so ziemlich einem Produktplacement dafür, aber war keins natürlich nicht. Mit meiner Größe und damals vor allem mit meinen 20, 30 Abonnenten. Damals, ja. Gut. Also waren Reisevlogs halt im Sommer dann halt mit dem Ferienticket bin ich halt durch die Städte gereist. War schon, also war nicht schlecht. Also ich habe, ich pack's mal hier zum guten Format gleich hin, weil ja, also die Reisevlogs waren halt schon auch 2016, ja, für 2016, man hat es halt gemerkt, dass ich in meinen Anfängen, also schaut, keine Empfehlung, fangt, also Viva la Waldorf ist, glaube ich, der Meilenstein, ab dem ihr anfangen könnt, also Sommer 2017, also das ist halt so, fangt, ja, Herbst 2017 an, so 2018, 2019, 2020, die Videos könnt ihr euch mal angucken. Schaut euch nicht 2016 an, ich hab am Anfang viel. War natürlich auch ausprobieren, aber es war viel, ja, okay. Seid vorgewarnt, wenn ihr 2016er und Anfang 2017er Projekt von mir guckt. Ich übernehme keine Verantwortung für Augenkrebs und Ohrenkrebs. Ja, es ist hart. Ich kann es mir selbst nicht mehr geben. Ist wirklich hart unterhalb der, ist es unterhalb der Kotzgrenze, also. Ihr seid gewarnt, wenn das wirklich, wenn ihr jetzt trotz aller Warnung trotzdem das machen wollt, auf eigene Gefahr. Interaktives Format. Das ist nur Format interaktiv. Da ist ja, glaube ich, das ist auch lange. Ich habe lange kein interaktives Format mehr gemacht. Das sind, glaube ich, nur zwei drin. Gab es ein Abo-Special, was ich mal gemacht habe? Ein ganz dummes Abo-Special, wo ich dann, da kommen wir gleich noch hin. Ich sehe es hier in der Liste. Ein ganz dummes Abo-Special gemacht habe und das hier 100 Abonnenten-Special, wo ich dann ich muss gerade selbst ein bisschen drüber nachdenken und zu den Abo-Special, da reden wir gleich drüber. Zum 100 Abo-Special habe ich dann noch den hier, da habe ich so ein Video gemacht, ein Tag im Leben von Zwergenfürst. Da ich halt so auch so wie ein Spielfilm, bloß halt in kurze Teile, da gab es ein Anfang-Video, was war, das war 2 Minuten lang, da konnte der am Ende auf ein verlinktes Video klicken, damals ging das noch, dass man da, dass man im Video dann auf, dass man da war noch eine andere Verlinkung, noch außerhalb der Endcards, damit, da konnte man wirklich einbetten irgendwie und so. Damals waren es noch andere YouTube-Funktionen, mein Gott. Jo, ich pack's mal zu Okays, ich pack's wieder zum okayen Format. Das ist also die Idee wirklich dann, also man konnte halt sich auswählen im Video, also es war so wie so ein Baum aufgebaut, wie so ein Schneeballprinzip. Ist halt so, das erste Video hat zwei Entscheidungen und im zweiten, ist wahnsinnig aufwendig, sowas zu machen. Also deswegen gibt es auch nur zwei davon. Also, weil es halt, das baut halt aufeinander auf und dann am Ende hast du 5 oder 6 Videos, die halt, oder mehr sogar. In dem ersten Video gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten und dann gibt es halt A oder B und dann gibt es halt zwei Videos, die halt. Und in A oder B gibt es dann nochmal A und B und dann ja, guckt es am besten selbst. Das kann man sich halt dann entscheiden und dann weiter und dann verzweigt sich das dann immer. Dann gibt es halt die Möglichkeiten, die man dann wählen kann. Könnte ich mal vielleicht mal wieder machen. Müsste ich mal wieder was planen, was Interaktives. So ein Video, wo man halt dann klickt, wie soll es weitergehen. Zwergenfürst Least haben wir ja. Oh Gott. Ui, ja, das ist, ich sag's immer wieder in meinen Let's Plays, wenn ich irgendwelche Dialoge vorlesen muss. Ich kann nicht lesen. Ich kann Texte nicht vorlesen. Ich pack's gleich so schlechtes Format. Das ist halt einfach. Hier sehen wir ein Adventskalender natürlich vorne dran. Hab's ab und zu mal versucht, mal ein bisschen aus Büchern vorzulesen und da ein bisschen Lesevideos zu machen. Hab's dann auch irgendwann mal sein lassen, weil es. Ja, okay, ja. So längere Texte lesen am Stück.
Die haben jetzt Werk für Courage und Toleranz. Da habe ich aus einem kleinen Heftchen, das waren. Das dagegen, ich weiß nicht aus welchem Jahr das ist, war eigentlich ganz gut. Das packe ich gleich mal zu gutes, ein sehr gutes Format. Ich weiß nicht. Ich packe es zu gutem Format hin. Der Mensch ist keine Nummer. Da gab es so ein sogenanntes Heftchen mit Geschichten aus dem. Oder über, ja, eher über. Geschichten über das Konzentrationslager Buchenwald war. Nee, nicht Buchenwald, sondern Theresienstadt war das. Theresienstadt. Konzentrationslager Theresienstadt. So Nazi- und Konzentrationslager-Geschichten, die wirklich sehr bewegend und sehr berührend und auch tragisch sind. Die habe ich da vorgelesen aus dem kleinen Heftchen und da immer so ein bisschen. Ich glaube, ein Hintergrundbild lief da immer. Nee, ich habe das Heft abgefilmt, während ich daraus gelesen habe. Und die Titel, die Thumbnails sind dann immer eine sehr schöne darstellende Bilder dafür. Das habe ich eigentlich ganz, also man merkt auch da, dass ich nicht lesen kann, aber das waren so kürzere Kurzgeschichten, die ich dann, ja, ganz gut, das kann man sich mal angucken. Wir haben jetzt Best-Offs. Erinnere dich an deine Best-Offs-Zweige. Ja, da waren schon ganz kreative mit dabei. Schaut euch mal an. So ein paar. Und dann habe ich halt ab und zu mal. Jetzt so 5 Jahre habe ich halt ein Best-Off. Auf die ersten. Ich glaube, ich habe nur die ersten 2, 3 Jahre geschafft. So viel Content gab es auf dem Kanal. Also da habe ich Best of von meinen Videos habe ich da ab und zu mal erstellt. Ich glaube auch 1 oder 2 gibt es auch von anderen Videos, wo ich Best ofs erstellt habe, von anderen Kanälen meine ich. Andere Kanäle. Ja, ich würde es mal als okay einfügen. Es ist halt mein experimentelles Ding versucht. Deswegen versucht Best ofs zu machen. Das ist also. Kann man sich geben, ist eigentlich, ja, ich pack's mal zu gutes Format, weil es ist wirklich, ja, die früheren, das ist dann, da sind natürlich auch von 2017 Experimente mit drin, aber die neueren kann man sich, also Best-Offs, kann man sich, glaube ich, geben. Ist jetzt kein sehr gutes Format, aber okay, ich pack's okayes Format. Oha, jetzt kommen wir zu den Abo-Specials. Hier sehen wir schon 30 Abonnenten-Special hier vorne als Playlist. Da gibt es 5 von, soweit wenn ich das hier richtig sehe. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich glaube, es gibt sogar ein 30 Abonnenten-Special. Oh Gott. Ja, ich habe halt, es ist halt, also sind halt wirklich cringe, das eine oder andere davon. Es gibt 30, ich glaube, es gibt sogar 40 oder 50, habe ich dann sogar gemacht, habe ich halt irgendwann, das sind 100 Abonnenten-Special, dann habe ich damit aufgehört, was wirklich cringy wurde. Ja, damals habe ich mich über jede Marke gefreut, die ich irgendwie geknackt habe, jeden Zehner, den ich geknackt habe, ich habe halt wirklich jahrelang rumgedümpelt, tue ich immer noch, es ist halt bei mir immer, im Monat vielleicht irgendwie mal 3 neue Follower, das ist halt, wenn es gut läuft, das ist halt, momentan, die Videos werden ganz gut geklickt, das ist halt ab und zu mal, gibt es so ein paar, inzwischen läuft es und da gibt es ein paar Kommentare und ein paar Klicks kriege ich schon, lass uns nicht zu lange darüber reden, aber so 2017, 2016, 2018. Ja, 2016, 2017 habe ich mich da auch so über 30 Abonnenten gefreut. Ja, ich tue es in schlechte Formate rein. Obwohl, also das Interaktive ist da auch mit, das fließt auch mit rein, das ist auch mit drin, aber das ist das eine, das 100 Abonnenten Special, das ist. Schaut es euch vielleicht nicht an. Ja. Ist vielleicht lustig, aber ist auch lustig, sich sowas anzugucken, aber naja. Let's Build, meine Lego-Bau-Videos, das sind meine Videos, wo ich Lego-Sets aufbaue. Ja. Ich
pack's mal zu guten Format. Also finde ich schon, wenn das Thumbnail ist, finde ich, ist halt das erste Let's Bild, was ich gemacht habe, 2016, als Thumbnail hier. Das Thumbnail ist nicht stellvertretend. Aber ja, meine Lego-Videos, Lego-Bau-Videos, gibt glaube ich schon mehr als fünf, aber ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Finde ich gut. Das ist. Kann man machen. Jetzt haben wir zwischendurch Dings. Das packe ich gleich mal zu Naja hin. Und ich erkläre es auch gleich. Zwischendurch Dings, das ist halt so ein. Ja. Ist halt irgendwie so ein. Ist fast. Kann man fast Mülldeponie sagen. Ist halt irgendwie so ein bisschen. Ist zwischendurch Dings ist halt so ein Ding. Für zwischendurch ist halt irgendwie Sachen, die ich zwischendurch machen. Ja, vielleicht kommt das ja auch ins Zwischendurch-Dings rein. Könnte durchaus hauen. Das Zwischendurch-Dings ist halt die Playlist für. Ja. Für Sachen, die halt nirgendwo anders reinpacken, passen, wo halt irgendwie. Ja. Manchmal gibt's auch Titel, also gibt's auch Videos, die halt im Titel zwischendurch Dings drin haben. Das werde ich wahrscheinlich anders nennen. Aber ja, Sachen, die halt in die anderen Projekte nicht reinpassen, die kommen da halt irgendwie ins Ablagesystem. Es ist schon ein ganzes Agario, habe ich glaube ich da drin gespielt, Slender Hero habe ich gespielt. Und andere Sachen, die halt so nett für zwischendurch sind, die halt jetzt nichts Großes sind, die halt so Tierlists, weiß nicht, ob die da auch drin lagern. Das hier wird jetzt wahrscheinlich auch reinkommen. Wahrscheinlich sind da einige Tierlists auch drin. Tja. Nochmal Challenges. Ja, das sind auch so ein paar Experimente von 2016, 17, 18. So. Meine Experimente der Zeit. Ja, 2016, 2017. Da ist jemand Christoph und mich beim Wasserspucken-Challenge. Sachen, die ich mir von YouTube abgeguckt habe, die damals Trend waren, die ich auch mal probieren wollte. Ja, lustig. Ich mach's mal auch zum Naja hin. Ist ganz lustig zu sehen, aber ist halt so eine schlecht abgekupferte Sache. Ist halt was halt. So, ich will es mal probieren. Ich bin ein großer Experimenteller. Ich experimentiere gerne. Ich versuche gerne, wenn ich irgendwas sehe, was ich halt machen könnte, dann versuche ich es mal halt zu machen. Manchmal schlecht, manchmal recht. Das ist, ja, dadurch ist dann in den Challenges ist halt viel entstanden, was ich mal, wer bin ich, kommt auch auf das mal vor. Zwischen den Folgen. Na, ich pack's zu schlechtes Format, weil es ist halt wirklich ganz im Ernst. Es ist, ja, es ist auch, es ist, man kann es glaube ich auch irgendwie als Mülldeponie bezeichnen. Es ist halt irgendwie so ein Versuch, irgendwie Sachen, die nicht in Let's Plays, ich glaube, Sachen, die nicht in Let's Play Parts reingepasst haben, weil es. Irgendwie, weil Offscreen-Spiel, irgendwie habe ich halt so versucht, so ein bisschen das noch mit reinzupacken. Oder misslungene Parts, die dort irgendwie mit reinkommen, oder. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, ich habe es auch mal so hinter den Kulissen so ein bisschen habe ich versucht, da zu machen. Soweit ich weiß, gibt es da fünf Videos drin. Ja, reden wir nicht lange drüber. Reden wir über. Gamescom 2021 oder den, oh, Gamescom 2020, 2019 nicht so sehr, da war ich auf der Real Life Gamescom in Köln. Aber Gamescom 2020 und 2021 hat jetzt leider online nur stattgefunden wegen dem verdammten Corona. Scheiß Corona, niemand mag dich. Und ja, da fand das die Gamescom online statt, da sind die Livestream-Aufzeichnungen drin. Die ich hochgeladen habe und Let's Tests, die besteht hauptsächlich aus Let's Tests, von Demos von der Gamescom. Jetzt 2021 die Opening Night Live, wo ich mit Modi darauf reagiert habe. Ja, ich pack's zu sehr gutes Format. Also ist schon die Playlists kann man sich geben. Das ist schon die Stream-Aufzeichnungen sind großartig, finde ich.
ja, auch die letzten Tests da drin. Dann können wir gleich hinterher schmeißen die letzten Tests. Gibt es auch noch eine Playlist für. Manche, die nicht bei der Gamescom aufgenommen werden, sind auch da drin. Ein letzter Test, also da finde ich, kann ich mache es auch gleich mal zu sehr gutes Format. Einer der besten Formate würde ich nicht sagen. Aber letzter Test, also passt eigentlich nicht mehr fast zu, passt eigentlich gar nicht mehr zu Relay-Formate, aber okay. Letzter Test, das sind halt, da ist halt auch viel Experimentelles möglich, wo ich halt dann sage, manche Projekte, die ins Let's Play nicht klappen, wo ich dann sage, ja, die passen eigentlich nicht zu meinem Kanal, die würde ich nicht Let's Playen. Und auch Projekte, die ich vielleicht mal ausprobieren will, dass ich die vielleicht irgendwann mal spiele. Sowas kommt auch, also kommt auch in die Playlist. Also wer auf meinem Kanal was vermisst, der vielleicht irgendwie mal sich mal wünscht, dass dies und das gespielt werden soll, guckt vielleicht mal Let's Test. Da gibt es mittlerweile über 100 Let's Tests. Die ersten Let's Tests auch wieder von 2016 nicht zu empfehlen, aber auch neuere Let's Tests. Jetzt von der Gamescom 2021 kommt jetzt gerade noch einiges. Bis zum Ende des Jahres kommen noch einige neue Let's Tests. Und auch immer außerhalb der Gamescom. Also auch ist auch immer mal gut zu gucken, was gibt es so außerhalb der üblichen Let's Plays vom Zwergenfürst. Da mal kurz in dem Part halt angetestet. Also noch Spiele, die normalerweise ja nicht so, die ich nicht so spielen würde. Die nicht so in mein Kanalkonzept passen würden. Unboxings. Ja, ich mache es auch zu sehr gutes Format, weil auch also die Aufrufe geben mir auch recht und die Bewertungen unter den Videos. Ja, Unboxings halt. Das ist, ich packe Sachen aus, die meistens Bestellungen, die ich gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob es damit reinzählt, aber ich werde es jetzt mal so, weil ich halt hier nicht als extra Dings habe. Und das Loot Chest Unboxing. Ich hab durch mein halbes Jahr mal ein Abonnement beim Loot Chest gehabt. Ich glaube, die Videos müssen da auch mit drin sein. Bei den Unboxings so auch mit drin. Also Auspackvideos. Ja, ich habe es nie wirklich verstanden, was man daran findet, aber mal gut. Ist immer beliebt. Und hier kommt ein Ding, was ich definitiv, also brauchen wir nicht drüber reden. Und gehört definitiv zu eins meiner besten Formate hoch. Der 4.5. Squad, 4.5. Productions. Mit dem lieben Modi, also damals noch im alten 4.5. Squad, mit Modi, mit Takeru, mit Prof. und mit Ninilein und mir zusammen gemeinsam Spiele gespielt. Anfangs Cards Against Humanity, Stadtland Plus Online, Scribble.io, was haben wir dann noch gespielt? Hier Tabletop Simulator, da kam auch Mensch, ärgere dich, haben wir gespielt. Dann spielt der Human Fall Flat, fällt da auch mit rein. Deshalb ist auch hier nicht mit aufgelistet. Stickfight Game und so weiter, also lustige Multiplayer-Spiele, die wir im Squad gemeinsam spielen. Ja, und jetzt auch geht natürlich auch weiter jetzt 2021, 2022 mit Modi und Co. Minecraft kommt da nicht, Minecraft Arno läuft, Minecraft Arno Staffel 2 würde auch mit reinfallen, ist jetzt in der Playlist nicht mit drin, aber das ist auch natürlich auch ein 4.5. Projekt. Jetzt neuerdings, ja, mit Modi Prof. Serpi und mir. Ja, dann der alte 4.5. ist nicht mehr ganz zusammen. Da haben sie ein paar Leute entfernt aus verschiedenen Gründen und sind neue dazugekommen. Das spielen wir auch weiterhin. Ist auch aktuell, da läuft auch weiterhin tolle Sachen. Also Multiplayer-Games mit uns vier, fünf Leuten. Macht echt Spaß. Kann man sich gucken. Kann man sich an, kann man sich geben, kann man sich angucken. Dann haben wir Feiertags-Specials. Ja, da kann ich mich gerade erinnern an Wolfenstein 2. Da habe ich mal eine Stunde, eine 45 Minuten habe ich mal Wolfenstein 2 angetestet. Das war ein Weihnachts-Special.
Santa's Big Adventure, so ein Trash-Game, was man gespielt hat. Also kommt ab und zu mal so zu Ostern gab es da auch mal ab und zu mal Sachen. Tierlists mache ich, glaube ich, auch zu Feiertagen ab und zu mal. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Die sind auch hier zu finden. Eine ganz bunte Mischung einfach zum Anlass des Feiertags. Kann sich mal gucken. Auch Adventsvideos hier, die Adventskalender. Oh Gott, ja, die Adventskalender, die Adventskerzenanzündvideos. Das hat ja auch mittlerweile, das ist ein Running Gag auf meinem Kanal. Lustig. Feiertagsspecials, die packe ich mal. Ich pack's zu okay, oder? Ja, ich pack's zu okay hin. Gibt schon ganz interessante Sachen. Gibt's ganz spannende Sachen drin. Ja, okay, ich würd's okay das Format zu tun. Zwängfürst Live, das sind im Prinzip meine Twitch-Streams und YouTube-Streams. Früher habe ich YouTube gestreamt. Meine Twitch-Streams, wo ich halt Sea of Thieves ist da sehr gut, sehr oft drin zu finden. Da gab es einige Streams von mir. Jetzt sehen wir hier Katamari Damacy Reroll, was ich dann 2 Stunden gespielt habe. Minutes ist da auch drin, so kurze, zweistündige, dreistündige Tests, die ich halt im Stream mal gemacht habe. Ja. Kann man auch mit so okay mit reinnehmen. Wer auf Twitch nicht geschaut hat, kann dann die Stream-Aufzeichnungen hier bei Zwergfuß Live in der Playlist dann sehen. Lade ich dann auch mal auf YouTube hoch. Wenn ich es nicht in Parts verarbeite und Let's Plays draus mache. Zwergfürst wählt. Ja, meine politischen Videos hier vertreten. Stellvertretend für meine politischen Videos. Da gibt es auch noch andere politische Videos. Zwergfürst wählt. Ja, zu Bundestagswahl-Videos, die ich zur Bundestagswahl oder zu manchen Landtagswahlen auch gemacht habe. Standardmäßig der Wahl-O-Mat mit drin. Videos, die ich zum Wahlswiper. Dieses Jahr zur Bundestagswahl habe ich jetzt auch. Hier sehen wir das Thumbnail dafür. Haben wir die Ergebnisse mit sehr habe ich mit Serbi zusammen die Ergebnisse ausgewertet. Im großen Wahlabendstream, der war da auch mit drin. Der ist da auch mit. Ist natürlich auch bei Zwergenfürst Live mit drin. Aber ist natürlich auch hier bei Zwergenfürst wählt mit drin. Infovideos 20 Kleinstparteien habe ich auseinandergenommen. Auch ein sehr gutes Video. Also, ich pack's wirklich. Ich würde es wirklich zu einem meiner besten Formate ever packen, weil es wirklich, also politisch wirklich dann, da habe ich auch teilweise ein bisschen eine Ahnung, würde ich nicht sagen, aber da bin ich dann auch drin und ein Thema und ja, zur Bundestagswahl gibt es auch manche wirklich tolle Videos mit 20 Parteien, 20 kleinste Parteien auseinandergenommen, was halt wirklich. So, dann haben wir hier Zwergi React To, mein React To Videos. Da sind jetzt die Tierlists drin gelandet. Ne, das war was anderes. Da sind, glaube ich, auch ein paar Tierlists-Reacts drauf gelandet. Okay, dann wird das vielleicht auch ein React-To. Ja, im Prinzip reacte ich ja hier irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Schaut einfach mal nach, in welcher Playlist das hier landen wird. So, ja, was ist ein React-To? Was soll ich dazu sagen? Meine React-Videos, manchmal gibt es auch. Inzwischen eher seltener, aber ab und zu gibt es immer React-Videos von mir, wo ich. Der Standard ist hier extra 3 realer Irrsinn, das gucke ich mir auch ab und zu mal an. Daily Dose of Internet und ja, das übliche React-Material. Ist halt also auch sehr beliebt immer wieder. Also eins der besten Formate, nein, das würde dem hier. Unrecht tun, aber ich würde schon, es ist ein sehr gutes Format. Also meine Reacts sind akzeptabel. Dann ein relativ neues Format, was jetzt 2021, Ende 2021 jetzt sehr neu ist. Gibt's gerade 3 Reden zu. Zwergen fürs Reden. Habe ich mir jetzt neu ausgedacht, dass man dazu jetzt das erste ist hier Querdenker töten. Zu dem Fall in Idar-Oberstein, wo ein Querdenker an der Tankstelle einen Tankstellenkassierer erschossen hat. Zum Tag der Deutschen Einheit gab es noch eine Rede und ich glaube, wenn ich das Video aufnehme heute an dem Tag, kam die Rede zum Westin Leipzig, zu dem Skandal. Kam da was hoch. Das sind halt meine
meine politischen Reden, die ich jetzt hier auf YouTube, wo ich mich dann einfach entschieden habe, setze mich vor die Facecam, so wie hier jetzt gerade, und habe da ein hübsches Hintergrundbild drin und halt eine Rede, die ich vorher geskriptet habe, die ich mir vorher seitenweise geschrieben habe, und halte die euch. Bisher ganz spannend. Also sicherlich nicht eins meiner besten Formate, auf keinen Fall. Aber ich würde schon sagen, ein sehr gutes Format. Ne, okay, seien wir mal politisch. Ich finde es wegen dem Politischen ist das ganz gut. Die Sache passt zu gutes Format. Let's Build, mit Let's Build auf einer Ebene. Ja, ich mach's zu gutem Format. Ist ein gutes Format. Kann ich schon sagen. Sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Dann die Dwarf News. Auch eine Geschichte aus der Vergangenheit. Habe ich auch schon abgebrochen, habe ich nicht mehr gemacht. Aber lange Zeit, jeden Monat gab es ein Video, wo ich Mario Kart gespielt habe. Habe ich Mario Kart Gameplay im Hintergrund eingeblendet. Eigentlich habe ich es während ich Mario Kart gespielt habe, gemacht, und habe dann dort euch schon mal so ein bisschen gespoilert, habe ich schon ein bisschen erzählt, was für Projekte laufen, was für Feiertagsspecial ist, was steht an im kommenden Monat. Das war halt so die Dwarf News, Zwergenfürst LP News in Mario Kart. Ja. Ich pack's auch zu gutem Format, weil es hat mir schon wirklich was bedeutet damals. Ich glaube, ich habe es aus zeitlichen Gründen dann einfach gelassen, weil für ein Dwarf News Format war es mir halt wichtig, dass halt jeden Monat am Anfang des Monats eine Dwarf News Folge rauskommt, und das habe ich dann halt irgendwann einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Das ist halt so was regelmäßig, wo ich halt sage, es ist immer am Anfang des Monats, immer am Anfang des Monats hin. War es dann irgendwann nicht mehr, habe ich dann gesagt. Und unregelmäßig, wenn es dann Ausfälle gibt, das finde ich auch nicht mal schön, dann habe ich es halt einfach aus dem Grund rausgehauen. Aber wirklich, wow, ist wirklich schön. Die alten Folgen, ich weiß nicht mehr, ob man sich das geben kann. Alte News, das ist halt so, wie wenn du die Tagesschau von vor 2 Jahren guckst. Hatte damals seinen Sinn. Sind halt auch News-Formate, sind halt solche Sachen mit Verfaltbarkeitsdatum. Wo halt so, wenn ich euch erzähle, was nächste Woche, was kommenden Monat dran ist, so offen, das hat halt irgendwie on demand, hat das nicht mehr wirklich lange einen Sinn. Also, ja, gut. Aber für den Moment, also war eine gute Idee, kann man also jetzt anschauen, würde ich nicht mehr so sagen. Also ich würde es nicht so einschätzen, als ob das jetzt noch einen Wert hat, einen Mehrwert hat, das anzuschauen. Ich behalte es natürlich als Archiv. Aber ja. Dann haben wir hier Frag Zwergi. Ein Format, in dem ich eure Fragen über Telonym beantworte. Da könnt ihr mir anonym auf Telonym, könnt ihr mir anonym über die Website Fragen stellen. Ich beantworte sie in einem Video dann dazu. Da gibt es ganz lustige Fragen. Also im letzten Video kann ich mich dran erinnern, da ist da auch so das Thumbnail so nach den lustigsten Fragen gestaltet. Da gab es die Frage, ob ich lieber normales Auto fahre oder ein Luxusauto, das ist, ob ich schauspielern kann, war da auch die Frage. Das ist halt eine ganz lustige Frage, die dann mal kommen, anonym auf Telonym. Ja, ich mach's aber zu gutem Format, ich mach's zu einem guten Format hin. Sehr gutes Format würde ich nicht sagen, aber hat mir schon solide, kann man so gut machen. Ja, da haben wir jetzt nicht so meins, haben wir hier gerade mal zusammengefasst, sehen wir hier. Nicht so meins, haben wir eines zu sehen. Das ist mein Ranking, mein persönliches Ranking von den Tiermakern, von meinen Zwergenfest LP Live Formate. Macht das selber mal, Link ist in der Videobeschreibung, könnt jetzt auch mal ranken und euer eigenes Ranking von meinen Formaten aufmachen. Postet es auf Social Media, auf Instagram oder auf Twitter, hier standardmäßig auf Twitter. Verlinkt mich dort in einem Text oder im Bild, so irgendwie kann ich es auch mal sehen. Ja,
Ansonsten, ja, das ist meine eigene Bewertung, meine nicht Let's Plays, aber meine Real-Life-Projekte. Die meisten hierbei gut. Das ist doch gut. Das ist doch die meisten bei gut. Zweitmeisten hierbei okay und sehr gut. Damit kann man doch leben. Wenn ihr jetzt sagt mir natürlich eure Meinung, ist jetzt natürlich nur meine subjektive Meinung, wenn das anders seht, dann wird es natürlich wieder Leute geben, die alles runter zu schlechtes Format packen. Ja, verlinkt mich auch gern darauf. Ansonsten habt noch einen angenehmen frostigen Tag. Darf ich nach oben Glocke aktivieren, Abo dalassen, Kommentare schreiben. Schaut auf Twitch vorbei, da streame ich regelmäßig live. Gibt es neuen Content für Zwergen fürs Live und für andere Projekte, für React-Tools vielleicht irgendwann mal wieder, wenn es gewünscht wird. Für den Let's Plays. Ja, ansonsten habt noch einen tollen Tag. Haut rein. Ich hoffe, das Video war nicht zu lang und zu langweilig. Dass das ein Teil des guten Formats wird. Ja. Bis dann und ciao.